Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Philippi's Light. Ja, ich musste die letzte Folge ein bisschen kurzfristiger abbrechen. Tut mir echt leid. Ja, wir haben hier Hochsommer und ja, Wespen und Bienen und alles Mögliche. Und ja, ich bin nicht so der Fan davon und irgendwie war da eine bei mir im Zimmer. Und ja, ich musste die erstmal sorgfältig und artgerecht entfernen. Sagen wir es mal so, und ja, wie gesagt, die war mir halt überall die ganze Zeit um den Körper herumgeschwirrt und das ist halt irgendwie nicht ganz so cool. So, ich denke, ich habe mir ungefähr den Aufbau von Blacks Maschinerie auf jeden Fall, denke ich mal, gemerkt. So, das heißt, ich habe mir da auch keine Notizen jetzt gemacht. Ich denke, ich habe ungefähr das Prinzip verstanden, wie er es gemacht hat dort. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie es jetzt hier einfach gleich funktioniert oder nicht funktioniert. Werden wir mal sehen. Also wir haben es auf jeden Fall etwas anders gebaut. Ich denke, das geht dann teilweise auch hier so klar, weil wir hier sowieso nicht genügend von dem einen... Wir brauchen auf jeden Fall was für die Öfen. Das muss man so auf jeden Fall sagen. Die RWE-Batterien, denke ich, gehen aktuell noch. Wobei wir da erstmal die RWE-Batterien auch erstmal hier reingeben können. Dann haben wir hier erstmal wieder ein bisschen mehr Platz. Das ist in Ordnung soweit, ne? So. Die Frage ist jetzt natürlich die, wie wir es jetzt hier auf jeden Fall aufbauen wollen, ne? So. Bin echt noch ein bisschen am herumüberlegen, weil wir das... Wir haben es ja doch auf jeden Fall etwas anders gebaut wie er und wir brauchen halt auf jeden Fall in erster Linie erstmal etwas für die Öfen. Hier ist es eigentlich nicht so wirklich das große Problem, dass wir hier auf jeden Fall was machen. Hier haben wir noch das... Hier fehlt das Whetstone, okay. Da fehlt auf jeden Fall das Whetstone ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen cool, uncool. Aber dürfte demnächst bald wieder ein bisschen mehr Whetstone kommen. Wobei das Whetstone müsste ja dann von hier, müsste ja über Rot kommen, sehr wahrscheinlich. Ja, das kommt ja schon, das kommt von hier vorne, ne? Das Whetstone, glaube ich, oder? Muss ich mal gucken. Wo hat man Whetstone eingestellt, grundsätzlich? War das hier vorne? Ja, hier vorne war das. Ah, okay. Gut. Und wo ist er eigentlich gerade? Okay, er ist gerade bei Blau, also gerade beim Produzieren, okay. Da fehlt es gerade etwas noch. Und ja, wir brauchen hier, bin echt noch ein bisschen am Rumüberlegen, was wir denn hier gebrauchen, genau. Wir bräuchten eine Rückleitung auf jeden Fall, ja. Also wir bräuchten hier ein Wet Pipe Signal, wir bräuchten hier eine Rückleitung. Also ein bisschen doof an. Das ist auf jeden Fall anders gebaut, als ich es gerne hätte. Wir können was wir auf jeden Fall machen können, ist die Sorting Machine können wir auf jeden Fall erstmal so lassen. Ja? So, die Sorting Machine können wir soweit erstmal lassen. Das ist in Ordnung so. Ja? Zack. So, dann können wir auch auf jeden Fall das hier so lassen. Stellen wir das auf Rot ein. Weiß mir nicht, ob das jetzt mit dem Rot noch reichen wird. Rot. Okay, so, das können wir auch so erstmal lassen. Das ist in Ordnung soweit erstmal. Ja. Dann. Zack. Wobei, jetzt habe ich jetzt... Ah, Mist. Muss ich nochmal ganz kurz nach vorne gehen. Muss dann einfach austesten, wie viel dann noch irgendwo rausploppt oder wie viel nicht rausploppt. Das muss man auf jeden Fall nochmal austesten dann. Hier oben hat man die Farben gehabt. Ja. Nehmen wir jetzt einfach mal hier schwarz zum Beispiel dafür. Das ist jetzt auch ziemlich egal. Dort hinten. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier schwarz, schwarz. Machen hier das einmal nochmal schwarz. Zack, wieder schwarz. Okay, und dann bräuchten wir hier den Buffer. Hatten wir den? Ne, hatten wir nicht. Wo habe ich denn jetzt den... Was habe ich denn mit dem Buffer gemacht? Nur die... Ich habe hier noch zwei Advanced Poser. Ein Furnace. Hä? Habe ich den hier irgendwo mit reingegeben? Eher nicht, oder? Hä, wo ist er denn hin? Lol. Aber ich glaube, ich hatte mehrere davon gemacht. Von diesen Buffern. Einfach mal nachschauen. Relay with Weaver Iron Furnace. Nee, hier nicht zum Beispiel. Transposer. Haben wir keine Buffer mehr? Chest Furnace. Ah, hier, doch, hier ist ein Buffer. Ah, okay, lol. Ja, das sieht auch ein bisschen aus wie so eine Kiste. Zack, so. Okay, so jetzt wird der Buffer jetzt erstmal halbwegs gefüllt und ihr seht schon, der ist jetzt relativ gut gefüllt auf jeden Fall, ne? So, dann können wir das so machen, dass wir
Ja gut, das haben wir jetzt auf jeden Fall nicht. Wir haben jetzt... Ich muss nochmal nachschauen, ob wir ein Gate haben oder sowas in die Richtung. Ui, zack. Haben wir gar nichts mehr davon da. Was fehlt jetzt hier schon wieder? Das Red Pipe Wire können wir auf jeden Fall... Da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was gebrauchen dann gleich davon. Ich habe keine Ahnung. Was fehlt hier? Iron Chipset. Bau mal, mach mal. Haben wir echt keine Gates mehr? Haben doch immer so viele Gates gehabt eigentlich. Schau gerade, Relay haben wir hier noch. Okay, hier eigentlich auch nicht so unbedingt irgendwas. Ich sehe zumindest nichts. Was darauf... Hier haben wir noch Gates. Okay, also dann bräuchten wir auch noch die Wooden-Dinger, genau. So, dann passt das. Dann kommen wir doch auf jeden Fall schon mal weiter, das ist schon mal gut. Hui. So. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das hier am besten machen. Ja? So, zack. So, wenn hier ein Redstone-Signal angeht. Also wir wollen, dass dieser Buffer so gesehen erst dann was sendet, wenn halt Platz ist. Ja? Also wenn wir Platz haben. Das heißt, wenn ein Redstone-Signal angelegt ist. Können das natürlich auch, warte mal, wie können wir das am besten hier machen, ne? Oder machen wir das mit dem Met. Warte mal, wir hatten doch, glaube ich, auch die. Gab es da noch eine andere Möglichkeit, das einzustellen? Bin ich gerade am Schauen etwas. Konnte man jetzt. Hier, wenn Red Pipe Signal on. Okay. Genau, so, das ist in Ordnung so. Aber das müsste eigentlich übertragen werden. Ich hoffe, dass es übertragen wird. Mal schauen. Also. Oder wie war denn das gewesen? Nicht, dass ich da jetzt hier was Falsches zusammenbastel. Also, hier soll. Und wenn, warte mal, wenn, Inventory empty, soll ein Red Pipe Signal ausgegeben werden. Ja? So, dieses Wet-Pipe-Signal an ist, soll ein Energiepulsar ausgegeben werden. Das heißt, wenn die Kiste hier leer ist, ist die Kiste leer. Die Kiste ist leer. Müsste hier eigentlich ein Wet-Pipe-Signal ausgegeben werden. Was aber nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne vorgestellt habe. Schade eigentlich. Aber war ziemlich klar gewesen. Muss ich hier natürlich erstmal auf Fehlersuche gehen. Wieso es nicht funktioniert. Also das passt hier oben auf jeden Fall ganz in Ordnung. Das kann man schon so lassen. Das ist okay. Also wenn hier Items in Inventory. Ja gut, da gibt es sowieso immer ein Redstone-Signal aus. Ja. Das ist irrelevant. Hier zumindest. Ja. Dieses Red Pipe Signal, ne? Man könnte natürlich auch ein Redstone Signal abgeben. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Man kann es natürlich auch anders über das Redstone Signal wieder lösen. Wir probieren es mal. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wir wollen ja jetzt im Grunde genommen erstmal nur das hier einstellen mit dem Buffer, so gesehen. Ups. Dass das hier funktioniert. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das so funktionieren sollte, wie ich mir das denke. Aber schauen wir mal. Also, im Grunde genommen, wenn Redstone-Signal angelegt ist, soll ein Energiepulsar abgegeben werden. Ja? So. Das heißt, wenn ich hier... Gut, wie gesagt, das Alloy Wire ist jetzt egal, ne? Ja, also wenn das angelegt... Da ist wiederum auch wieder... Wobei, da ist auch wiederum die Frage. Was nimmt er davon? Kann sein, dass er das hier oben nimmt. Da kann der Fehler sein. Er kann das hier, Inventar hier oben nehmen. Also bräuchte ich hier oben das Redstone-Signal, ne? Also, wenn
Dingens, dann Redstone-Signal. Okay. Gut, so, und dann könnte ich das wahrscheinlich so machen, so lösen, wie wir das bisher eigentlich teilweise schon gelöst haben oder versucht haben zu lösen. Weil er so gesehen ja das Signal dann von der Kiste so richtig... Diesmal müsste es eigentlich aber auch funktionieren. Bin ich eigentlich ganz optimistisch damit, daran. Dass zumindest diese Konstruktion erstmal funktioniert. So, das heißt, zack. 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 Okay. So, Redstone-Signal ist angelegt. Und es wird gepumpt. So, jetzt wird wahrscheinlich auch hier trotzdem wiederum die Hälfte rausploppen, oder? Ja, hier ploppt auf jeden Fall die Hälfte raus, genau. Das war fast schon so geplant, auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einfach eine Rückkopplung so gesehen mache, ne? Ja gut, das funktioniert jetzt hier natürlich noch nicht. Ja, das war mir klar, bla bla. Aber wenn ich jetzt hier einfach eine Rückkopplung mache, ja gut, dann ist das natürlich hier die ganze Zeit im Kreislauf drin, ja. Aber es funktioniert, ohne großartig rauszuploppen. Das muss man so auf jeden Fall erstmal festhalten, ne? Nur weil hier Platz im Inventar ist, wie gesagt, also es wird dann herausgeführt, das funktioniert hier somit auf jeden Fall schon mal ganz in Ordnung. Das hier können wir auf jeden Fall wegmachen, das ist irrelevant dafür, ne? So, dann funktionieren auf jeden Fall zumindest schon mal die Öfen, ne? So, dann hatten wir teilweise Probleme gehabt noch bei den RE-Batterien, dass die manchmal auch ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, ein bisschen herausgeploppt sind, ja. So, im Grunde genommen, ja gut, wir haben jetzt hier noch eine Kiste halt dazwischen gestellt, das ist in Ordnung. Ja gut, hier, wir brauchen ja auf jeden Fall auch das Buildcraft, brauchen wir hier auf jeden Fall auch, ne. Und im Grunde genommen, ne. Im Grunde genommen müsste man das hier genauso machen, ne. Da gibt ja hier kein Redstone-Signal aus, ne, genau. Ups, Moment. So, schauen wir mal. Zack. So, das heißt im Grunde genommen, wenn hier oben ein Redstone, das heißt, wir müssen das anders machen. Das heißt, wenn hier ein Redstone-Signal angelegt ist, soll ein, wobei wir brauchen dann auch hier wiederum eine Rückleitung wiederum, ne? Das müsste man auch hier wiederum brauchen. Oder das bräuchte man hier auch wieder. Aber diesmal könnten wir es dann wahrscheinlich nicht... Nee, hier könnten wir es leider Gottes nicht wirklich mit Dingens machen. Also ich mache das unten rum. Zum Beispiel so hier könnten wir es zum Beispiel auch machen. Dann ist die Kiste zumindest, ja gut, dann hat die Kiste halt eine Rückkopplung halt, ne? So nach dem Motto. Wie gesagt, ist auf jeden Fall ein bisschen anders, wie der Black das teilweise gemacht hat. Ne? Das heißt, im Grunde genommen müsste ich jetzt hier, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier genügend RE-Batterien habe... Müsste das hier eigentlich funktionieren. Oh, Mist, jetzt habe ich hier den Block gesetzt. Der soll natürlich hier nicht hin. So, und dann haben wir hier im Grunde genommen genau dasselbe mit diesen Blöcken halt. Ne? So, die werden hier reingeleitet, ne? Und sollten eigentlich auch dann nur was ausgeben. Also, wenn ein Redstone-Signal angelegt ist, soll ein Energiepulsar abgegeben werden, ne? Also, wenn diese Kiste hier leer ist. Jetzt habe ich allerdings kein Material mehr. So, wir können ja dann auf jeden Fall gleich mal einen kleinen Testlauf auf jeden Fall mal machen. Wir haben ja noch auf jeden Fall die Kisten mit Yu-Yu Matter, sind die auf jeden Fall noch relativ gut gefüllt eigentlich sogar. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ganz gut Yu-Yu Matter drin. Dann können wir sowieso nochmal auch in den nächsten Folgen schon mal einiges verkraften, würde ich sagen. Und wir haben ja auch noch unsere ganzen Farming-Dinger. Wobei, ja, es sind, glaube ich, auch auf Eis gelegt. Die Dinger müsste ich mich eigentlich auch mal drum kümmern wieder. Ich brauchte hier oben mal noch Rubinblock. Guck mal, man müsste sich aber eigentlich verbinden miteinander. Ja, okay. Zack, zack, zack. Die Frage ist jetzt natürlich hier. Ich glaube, das war relativ useless gewesen, glaube ich. Weil der sowieso hier gepumpt hatte. Das war ziemlich egal gewesen hier davon. Das heißt, wenn jetzt hier so gesehen ein
Redstone Signal. Also wenn das Inventar leer ist, wird hier ein Ding jetzt gepumpt. Das ist soweit in Ordnung. Das kann man auf jeden Fall akzeptieren. Und ja, ich bräuchte, wobei ich hier wiederum eine Rückleitung noch gebräuchte, ne? Hier bräuchte ich wahrscheinlich auch wieder eine Rückleitung eigentlich. Da bräuchte ich allerdings auch wieder eine Kiste dazwischen. Ja, da bräuchte ich auf jeden Fall auch wieder eine Kiste dazwischen. Ich bastel mir aber schnell mal noch eine Kiste. Ui, zack, 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 zack. Und ja gut, den Rest, den haben wir ja sowieso noch mit dabei. Dass dort auf jeden Fall mal eine Rückkopplung so gesehen zustande kommt. Wobei, wir werden, aber sind wir mal ehrlich, wir werden so. Oh, hier ist ein Skelett. Oh, lol. Ja, das wird wahrscheinlich von hier oben kommen. Hä? Achso, wahrscheinlich. Oh, es könnte hier gespawnt sein, warte mal, weil ich hier zu wenig Fackeln habe teilweise. Ja, gut, hier sind halt, wie gesagt, die Öfen sind hier auf jeden Fall drin. So. Also das funktioniert hier schon mal. Da müsste dann hier auf jeden Fall auch gepumpt werden. Haben wir aber jetzt gerade noch kein Eisen, nicht genügend Eisen. Warum eigentlich nicht? Das ist auch eine gute Frage. Ich gehe nochmal, guck mal, woran es liegt, dass wir eigentlich nicht genügend gerade produzieren. Wobei ja, wie gesagt, gerade das Eisen ist wirklich sehr viel eigentlich. Na gut, hell ist es draußen. Könnte aber sein, dass vielleicht wieder eine Energiequelle wieder versiegt ist. Weiß es nicht. Nee, Lava funktioniert auf jeden Fall noch. Ja, diese Generatoren dürften auch noch funktionieren. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, unten dürfte eigentlich auch funktionieren, oder? Unser Atomgenerator. Da habe ich eigentlich auch noch eine Idee gehabt, dass der wirklich auch noch mal ein bisschen mehr produziert, der Atomgenerator. Guck mal. Ja, der ist leer, der Atomgenerator. Ah, okay. Gut, das ist natürlich ärgerlich. Aber nutzt nichts. So, und ich würde sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also wir wollten jetzt erstmal noch die Rückleitung machen. Die machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Dass wir sagen, okay, gut, wir machen jetzt hier zum Beispiel. Wobei hier, das brauchen wir gar nicht. Lol. Also wir brauchen hier die Kiste, ne? Dann brauchen wir hier wieder eine Pipe. Ja, wir schaffen ja im Grunde genommen auch teilweise schon genügend Platz. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es hier Probleme geben wird, muss ich sagen. Weil hier genügend Platz ist. Es geht nur wirklich um die großen Sachen eigentlich im Grunde genommen. Wenn hier ein Redstone-Signal angelegt ist, Energiepulsar. Genau. So, das bedeutet, wenn ich jetzt hier das hier so bastel mir. Also so hier, ja. Dann passt das hier auf jeden Fall, ja. So, wir können hier auf jeden Fall noch eine Rückleitung auf jeden Fall machen zu der Kiste, ne. Und dann sieht das hier eigentlich auch ganz gut aus mit der Kiste. Platz haben wir ja auf jeden Fall genügend gemacht. Ich würde sagen, das passt hier auf jeden Fall. Ups, das passt hier auf jeden Fall auch ganz gut. So, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, hier waren die RE-Batterien, waren hier teilweise auch nochmal. Ich glaube, das hier war auch nochmal ein bisschen problematisch teilweise. Ne? Hm. Bin ich gerade auch nochmal am überlegen, wie ich mir das hier zusammenbasteln kann. Am günstigsten. Ich glaube, wie gesagt, die RE-Batterien waren, glaube ich, noch, beziehungsweise hier hinten war auf jeden Fall noch das Problem. Ups, Mist. Hier hinten war auf jeden Fall auch noch ein Problem gewesen, das weiß ich. Und dann werde ich mal einen kleinen Testlauf starten. Und, also, wie gesagt, das Geomatter, was wir noch haben, einfach mal reingeben und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen oder was wir damit herstellen können. Also, haben wir hier die RE-Batterien. Ja, die RE-Batterien waren auch auf jeden Fall rausgeploppt. Das muss man so auf jeden Fall auch sagen. Ich weiß nur nicht, ob die müssten hier vorne rausgeploppt. Es könnte auch sein, dass sie hier vorne rausgeploppt sind. Ja. Im Grunde genommen, was kommt hier raus? Hier kommt ja im Grunde genommen, kommt ja hier nur der Tindas raus. Ne? Eigentlich bräuchte man hier gar nicht mehr einstellen, oder? Müsste ja hier eigentlich schon funktionieren. Erst dürfte eigentlich. Ich sehe da jetzt eigentlich nicht so wirklich das große Problem dahinter. Ich würde sagen, wir starten einfach mal einen Testlauf.
Und ja, ich würde sagen, das machen wir einfach mal in der nächsten Folge, dann sehen wir da, ob da noch was ist. Dann werden wir mal auch nochmal hier den Rest verkraften, was wir hier noch so rumstehen haben. Und ja, ich denke, das werden wir einfach mal in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich hier für das Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, lasst am besten mal wieder ein Feedback da. Würde mich auf jeden Fall immer sehr freuen. Ich freue mich immer über Feedback und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.